Ja, hallo, herzlich willkommen bei HIZ, dem Video auf heinzschmitz.org. Sie haben doch sicherlich ein Notebook, jedenfalls die meisten haben eins, ich auch. Die gibt es in verschiedenen Größen, 17 Zoll, 15 Zoll, 13 Zoll und so weiter. Die gibt es auch in verschiedenen Ausstattungen, also eher für den Hobbybereich, eher für Business Class. Und ich habe mich mal so ein bisschen umgesehen, was es da so alles gibt für die Business Class. Ich schaue mal in das Regal. Hier finde ich so ein schönes, kleines, kompaktes Notebook. Und zwar ist das ein Dell Latitude 13 7000 oder 7370. Es ist ein 13 Zoll, das sagt der Name ja schon. Und es ist wirklich sehr klein geraten. Ich zeige Ihnen mal den Unterschied. Mein Notebook ist schon ein wenig älter, ist auch ein Ultrabook, also auch ohne externen Laufwerk, also ohne CD und Floppy und sowas. Und wenn ich die beiden mal übereinander lege, von oben kann man das vielleicht sehen, dann ist das schon ein ziemlicher Größenunterschied. Das hat einen Grund, warum das so möglich ist. Ich lege meins mal wieder weg, das spielt jetzt hier nicht weiter mit. Der Unterschied ist, dass, wenn man das aufmacht, das Notebook hier sehr kompakt ist, und zwar der Rahmen hier, ich muss ein bisschen runterziehen, so der Rahmen um den Bildschirm rum ist sehr, sehr dünn. Und dadurch ist diese kompakte Bauweise möglich. Viel kleiner geht ja sowieso nicht mehr, man braucht ja eine normal große Tastatur. Das Gerät hat natürlich auch externe Anschlüsse. Ich schaue mal, ob wir das sehen können. Ich habe mir extra hier so einen Ständer gebastelt, damit das nicht so verwackelt wirkt. Und nehmen mal die Handkamera. Schauen wir mal hier die eine Seite. Irgendwann wird die auch scharf, die Handkamera. Da ist hier der MicroSD-Slot, also man kann Speicher erweitern. Hier ist der Audio-Teil, also ein Kopfhörer. Hier ist ein USB 3, Stecker A, und das ist, um das Notebook anzubinden, um es zu sichern. Ich drehe es mal rum, dann schauen wir uns die andere Seite an. Da gibt es ein bisschen mehr zu sehen. Hier muss ich erstmal einen Schieber rausnehmen, der immer ziemlich klemmt. So, dann schauen wir an, was wir hier haben. Hier sind zwei USB-C3-Stecker, das heißt USB-3-C-Stecker, das heißt, das sind die verwechslungsfreien USBs, wovon der eine direkt auch zur Spannungsversorgung sorgt. Dann ist hier der Micro-HDMI-Slot, hier, das habe ich gerade rausgenommen, das ist so ein kleiner Einschub, in dem kann man eine Micro-SIM-Karte reinlegen. Und wenn man das dann wieder reinschiebt mit der SIM-Karte, kann man über UMTS Datenkommunikation führen oder LTE eben. Und dann ist hier vorne noch ein Smart Card Reader drin für Smart Cards, eben für intelligente Karten. Das sind so im Prinzip die Anschlüsse, die er von außen hat. So, und jetzt machen wir den mal auf. Ich muss den auch gleich mal einschalten, denn wir werden jetzt hier technisch ein bisschen einen Schwachpunkt haben von meiner Ausstattung hier. Ich schließe schon mal an den HDMI-Port das Fernsehgerät hier an. So, ich muss den jetzt erst umschalten. Das dauert jetzt eine Zeit lang. Irgendwann wird er sich auch synchronisieren. In der Zwischenzeit ist der Rechner hier, hat der Rechner gestartet. Ich kann mich jetzt hier anmelden, entweder mit Passwort, so wie es immer ist. Ich versuche jetzt mal den Rekorder anzuschmeißen. So, entweder so mit Passwort, so wie es immer ist, oder wenn ich hier zu den Anmeldeoptionen gehe, dann kann ich hier sowas sagen, Fingerprint. Und jetzt kann ich hier auf den integrierten Fingerabdruckleser, meinen Finger auflegen, und der ist registriert und irgendwann sagt er dann Willkommen und jetzt bin ich angemeldet. Das ist also die zweite Möglichkeit, die ich habe, mich einzuloggen. Entweder über Passwort, wie gehabt, oder eben über den Fingerprint. Die Einstellung dafür ist relativ einfach, das schauen wir uns mal an. Hier gibt es so ein Sicherheitstool von Dell, das mitgeliefert wird, die Security Tools. Und hier gibt es Registrierung. Und die Fingerabdrücke, da sind sie. Da muss ich jetzt einmal mein Passwort eingeben, das ich hierfür definiert habe. So. Und hier können Sie jetzt sehen, dass teilweise die Fingerabdrücke schon blau unterlegt sind. Das heißt, sie sind schon registriert. Ich habe jetzt natürlich mehr als einen Fingerabdruck registriert, denn wenn etwas passieren würde, wenn ich mir den Finger schneide, könnte ich mich nicht mehr anmelden, weil da ein Pflaster drum ist. Also sind jetzt hier in dem Falle drei Stück schon registriert. Will ich einen weiteren haben, nehmen wir an, ich möchte auch den kleinen Finger der rechten Hand nehmen, dann
klicke ich den an, lege den kleinen Finger auf. Das dauert jetzt eine Zeit lang. Dann er scannt den mehrmals, vergleicht die Scans miteinander. Und wenn die erfolgreich sind, sagt er, okay, ich habe den Finger registriert und kann den dann speichern. Er müsste jetzt irgendwann sagen, ist alles okay. Wie gesagt, es dauert eben einen Moment. Jetzt sagt er, jetzt habe ich ihn, ich speichere die und könnte mich jetzt bei dem nächsten anmelden wieder auch mit dem kleinen Finger anmelden. Also ein ziemlich einfaches Tool, ziemlich komfortabel. Das ist standardmäßig bei der Maschine dabei. Es ist ein Windows 10 Rechner, hat 64-Bit Windows 10 als Pro-Version drin und hat auch ein bisschen eine interessante Hardware-Ausstattung. Wir schauen uns einfach mal den Task Manager an. Unter Leistung kann man sehen, dass er vier virtuelle CPUs hat. Er hat also einen M5-Prozessor. M sind die Mobilprozessoren von Intel. M5-Prozessor, ein 6Y57 mit 1,1 GHz. Der hat zwei Hardware-Cores, aber vier virtuelle wegen dem Hyperthreading, das Intel ja in die modernen Prozessoren überall einbaut. Also das ist das, was er an Leistung hat. Gut, er hat 8 GB RAM, er hat eine SSD-Festplatte, also eine nicht bewegliche Teile, eine Halbleiter-Festplatte mit 256 GB. In dem Falle dieses 13,3 Zoll Display ist kein Touch-Display, es ist allerdings entspiegelt. Entspiegelt ist vorteilhaft, dass man eben auch bei schwierigen Beleuchtungsverhältnissen reflexfrei auf dem Bildschirm was sehen kann. Dann hat er eben auch eine Netzwerkausstattung drin, Wireless-Netzwerk, die sehr komfortabel ist. Er hat ein 811-AC-Netz drin, natürlich abwärtskompatibel zu N und sowas. Und das läuft eben im 5 GHz und im 2,4 GHz Bereich. Ich habe das jetzt hier bei unseren Testinstallationen, die wir haben. Das ist also hier ein Wireless, ein WLAN-Sender, der nur bei den Aufzeichnungen läuft, und habe jetzt hier in einem 5 GHz Bereich ihn angesiedelt. Denn die 2.4, die sind meist alle überlastet, jeder sendet überall 2.4. Und wenn Sie in der Innenstadt sind, in der Stadt sind eben und schauen mal, was alles an Netzen da ist, werden Sie sich wundern, wie viele Netze aktiv sind, auch wenn sie nicht oder da sind, auch wenn sie nicht immer ganz aktiv sind. Also hier ist jetzt mit 5 GHz ran auf dem AC-Netz, das also wesentlich schneller ist als das N-Netz. Ansonsten habe ich hier einen sehr komfortablen Windows 10 Rechner, mit dem ich alles machen kann, was ich sonst auch habe. Über die Micro-SD-Karte, nehmen wir die einfach mal, kann ich natürlich jetzt auch Musik oder Audio einspielen. Die Karte ist allerdings weg, die ist wahrscheinlich noch hier drin. Oder ich habe sie verloren, das kann auch sein. Hier liegt sie. Sie hatte sich im Regal versteckt. Ich stecke sie einfach mal ein und da sind jetzt Musikstücke drauf. Ob wir davon was sehen, ob wir davon was hören, weiß ich nicht. Ich schmeiß einfach mal eins an. Die werden jetzt hier über diese Lautsprecher ausgegeben. Ich muss mal wieder, das ist hier Joseph Hit the Battle of Jericho mit Trauma Jazz. Die Lautsprecher hier geben einen recht guten Klang ab. Die sind ja nur so Mikro-Lautsprecher. Dafür sind sie wirklich recht gut. Er hat noch was. Er hat also einmal den Fingerprint und hier sieht man auch noch so ein Symbol. Das ist für NFC. Wenn ich also mir jetzt hier so eine NFC-Karte nehme, das ist jetzt eine Werbekarte von einer Firma, die mir mal zugeschickt worden ist, und dann sagt er hier, möchten Sie die Inhalte empfangen? Ich klicke da drauf und schon macht er jetzt den Webbrowser auf und führt uns jetzt in dem Falle zur Firma Rutronic, die mir mal diese Karte geschickt hat. Diese NFC-Karte, also dieses Near Field Communication, mit dem man Daten austauschen kann mit Smartphones, mit sowas, wenn es eben um sehr, sehr geringe Distanzen geht und man nicht auf WLAN oder sowas ausbrechen will. Natürlich hat er Bluetooth drin, was heute fast jedes Notebook drin hat. Man könnte also hier so eine Bluetooth-Maus nehmen und wenn man die Bedienung als Maus lieber haben möchte, dann nicht das interne Touchpad, das natürlich ein Multitouch ist, mit dem man also auch scrollen kann, wenn man zwei Finger aufliest und sowas. Also alles das, was ein vernünftiger Rechner heute kann. Wie gesagt, die Stromversorgung, ich habe hier mal den Stecker, das ist dieser C-Stecker. Die kann man einfach hier an der Seite reinstecken, egal in welche Richtung. Denn die USB-C-Stecker sind ja einfach genial und sie werden sich hoffentlich auch in Zukunft richtig gut durchsetzen. Also, wir haben hier ein sehr kompaktes Notebook oder Ultrabook, weil es ja keine optischen Speicher hat, das
man mitnehmen kann, wirklich mitnehmen kann. Es ist wirklich portabel. Ich ziehe mal hier den Bildschirm wieder aus. Ich mache das Gerät zu, denn der Dell Latitude 13 7000 ist wirklich ein mobiles Arbeitsgerät. Es ist für die Businessklasse und es ist dafür da, dass man es unterwegs nutzt, auch professionell nutzt. Und wenn man eben im Büro ist, steckt man einfach über Mini-HDMI einen großen Bildschirm an und kann dann auch mit großem Bildschirm sehen. Auf der anderen Seite, wenn Sie unterwegs sind und dann nur auf dem Flughafen oder im Bahn oder im Flieger irgendwas machen müssen, sind Sie natürlich dankbar dafür, dass es möglichst klein ist und möglichst kompakt ist, damit man auch noch ein bisschen Platz hat für andere Sachen, so breit sind die Sitze ja auch nicht immer. Das war das, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen bald hier auf heinzschmitz.org.